Auch ab jetzt läuft dieses Projekt in 60 FPS. Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play. Oh, guck mal, hier gibt es eine Missionenliste. Oh, okay. Willkommen, Leute, zurück zu Let's Play. Super Smash Bros. U. Ja. Wir haben hier die meisten Missionen geschafft. Schicksalhafter Kampf haben wir im letzten Part freigeschaltet und spielen wir jetzt. Das Schicksal der Welt hängt von diesem Kampf ab. Ganondorf scheint außerdem noch ein Ass im Ärmel zu haben. Oh no, diese Mission habe ich auch noch nie gespielt. Und ich muss erstmal gucken, wie mein Smash überhaupt spielt, denn ich habe es lange nicht mehr gespielt. Okay, fällt mir leicht wieder ein. Warum sind die Teamfarben? Das hat irgendwas zu bedeuten. Okay. So. Das kann nicht sein. Verdammt. Okay, nice. Okay. Nein. Aber ich habe noch ein Leben. Aber er halt auch, ne? So. Verdammt, nicht getroffen. Oh, verdammt, warum machst du nicht auf die Stelle wie Quajutsu, also gehst nach unten mit dem Schwert? Junge, was ist denn mit diesem Ganon jetzt hier los, ey? Okay. Danke. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Bomben kann er ja auch werfen. Als ob diese Links jetzt noch bei dem sind. Ja, klar. Das meint er also mit Ass im Ärmel. Und dann hat man eigentlich verloren, wenn man... Okay, ich muss ihn in dieser Zeit besiegen. Mich. Verdammt. Verdammt. Es gibt verdammt viele Missionen, also... Ich glaube, so die Missionen werden vielleicht auch die Hälfte des Let's Plays einbringen. Und, ja. Das ist dann schon ein bisschen heftig, wenn man das so hört. Hälfte des Let's Plays besteht nur aus den Missionen. So. Okay, jetzt habe ich ihn gerade... gezogen. Das ist eigentlich schon... eine klare Führung jetzt. Yes! Aber noch nicht der Sieg. So. Nice. Schon ein Leben weg. Aber ich muss ihn jetzt halt noch schnell besiegen. Ne? Vielleicht wieder genauso gut machen, aber jetzt war das von ihm ziemlich gut gemacht. Verdammt, jetzt nimmt er mich, jetzt nimmt er mich, jetzt nimmt er mich. Als ob ich direkt in diesen Angriff jetzt reingelaufen bin, ey. Ja, super. Da. Da bin ich jetzt wieder hart am Verkacken. Was ist denn los mit dir? Okay. Ja, super. Ich habe ihn in der Zeit nicht besiegen können. Aber er hat viel Schaden. Komm. Komm schon. Ja, ich habe halt noch ein Leben. Das könnte jetzt funktionieren. Okay, einer dieser blöden Links ist tot und er auch. Und ich hatte 188 Schaden, aber ich bin kein einziges Mal gestorben. Cool. Oh Mann. So, schicksalhafter Kampf.
Jetzt machen wir hier noch weiter. Aurameister. Wer die Aura meistert, kann Gegner ohne Augen. Ja, genau. Das habe ich nicht verstanden. Da werde ich mal nachgucken. Weil ich kann ja... Ich kenne mich mit Lucario überhaupt nicht aus, mit seinen da Angriffen. Deshalb machen wir die hier weiter, wo wir... die rechte Seite. Hier haben wir die Mission noch nicht gemacht. Das Schwert der Vier hat Link in vier Teile geteilt. Nun können sie zu viert gegen... Oh je. Sie gehen lieber aufeinander... selbst aufeinander los. Okay. Ah, KP-Kampf. Wir haben eben schon mit Link gekämpft. Das ist jetzt ein bisschen lame, aber okay. Ist ja Toon Link, ne? Ist ja nicht das gleiche. So. So. Hier, diesen Schwert runter da, das mag ich von Toon Link irgendwie mehr als vom normalen. Ich muss eigentlich einfach nur schlagen, bis sie umkippen, wie der. Und die eine Leiche ist runtergefallen, lol. Ah, das wäre ein nicer Kill gewesen, aber das auch, bam. Oh. Da ist er nochmal richtig hingeflogen. Okay, nice. Boah, das habe ich nie verstanden, aber wer anderen eine Grube gräbt. Aber das habe ich dann noch irgendwie geschafft. Manche Kinder haben nur Flausen im Kopf. Hilft Ness dabei, seine Gegner in die Grube zu schubsen. Man muss diese Gruben graben und die dann irgendwie da reinkriegen. Die können sich aber befreien, denn das ist ganz komisch schwer. Aber ich habe das einmal irgendwie geschafft. Oh, ich dachte, ich wäre der Bewohner. Komm, diesem Nestbewohner ist doch das Gleiche. Ich habe mich gerade verwechselt. Ja, sorry. Bereit? Los! Es ist ganz komisch, dieser Kampf. Wie soll man die denn in die Grube schubsen? Ach so, mit diesen Bällen. Genau. Und da ist noch eine dieser Bälle. Ja, genau, der kann sich aber daraus befreien. Ness, du Vollidiot. So. Und hier ist ein weiterer. Okay, ging voll. Ist doch nicht so schwer. So. Okay. Hatte ehrlich gesagt vor der Mission ein bisschen Angst, dass die böse wird. Aber es ist sie nicht geworden. Schlafenszeit. Keine Widerrede. Jetzt ist Schlafenszeit. Schicke all deine Gegner mit einem Schlaflied ins Land der Träume. Man sieht 3 Minuten. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Es ist auch wieder so eine komische Mission wie das mit dem, wer den anderen eine Grube gräbt da. Genau, okay, der schläft. Super Pummeluff. Was man hier gesehen habe. Nicht. Die müssen alle drei gleichzeitig schlafen können. Pummeluff kann ja dieses dumme Lied. Okay, muss machbar sein. Bereit? Los! Wie macht er denn das Lied? Wie macht er nochmal das Lied? Wie machst du das Lied? Ja, nicht so. Ach so, mit B oben. Gut. Okay. Nur noch du. Komm her. Wie konnte er mich schlagen?
Als ob der jetzt deswegen wieder wach ist. Ich hab nach oben. Es ist ein Krampf, diese Mission. Du schläfst. Der will mich verarschen, oder? Ja, genau, weck ihn wieder auf. Willst du mich verarschen? Wie konnte Nest nicht einschlafen? Alles klar. Hä? Schlaf ein! Ich hasse dich. Die Mission ist so ein Krampf. Ohne Witz. Ja, 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 ja. Ja! Oh mein Gott. Was für ein Mein Gott. Okay. Kampf der Yoshis. Die Yoshis sind zusammengekommen, um darüber zu diskutieren, wer Mario auf seinen nächsten Abenteuer begleiten darf. Jetzt prügeln die sich darum, oder was? Anscheinend schon. Ja, deshalb war diskutieren noch in Anführungszeichen. Alter. Wegen Mario. Auf einer Super Mario World Stage mit einem Super Mario World Title Screen. Super Mario World ist schon geil. Ich liebe Super Mario World, wirklich. Let's Play dazu müsste auch mal kommen. Vielleicht ist es auch schon in Planung. Guckt dazu einfach ins Google-Dokument und hofft es, wenn ihr wollt, dass Super Mario World kommt. Das ist da stets. Vielleicht sogar schon unter sicher. Oh, die Credits-Musik. Ich mache alle fertig. Ben Redfire hat letztens Super Mario World Let's Played. Das war super. Das war super. Nice. Ich habe null Schaden genommen die ganze Zeit. What? Wie auch immer, okay. Oh Mann. Blitzeinschläge. Hier kämpft Pikachu gegen Pikachu in einem elektrisierten Kampf. Besiege die Gegner geschwind mit dem Blitz. Okay. Alles klar. Ach so. Lol. Moment mal, wie mache ich überhaupt den Blitz? Das ist erstmal die Frage hier. Ja, erstmal ist die Frage, wie mache ich denn den Blitz? Auf B bestimmt, oder? Nein. Wie denn? Ja, okay, so irgendwie. Ach, das meinen die mit dem Blitz. Dass ein Blitz kommt und dann sind die halt genauso groß wie ich und dann kann ich die fertig machen. Ach so, das ist gemeint. Ja, da er halt so eine Blitzattacke kann, ne? Nicht Pokémon-Profis wissen dann nicht genau, was ist denn los. Als ob. Als ob ich jetzt hier der Kleine bin. Warum das denn? Das ist unfair. Ja, guck mal. Ich bin dadurch noch nicht mal rausgeflogen. Als ob, ja! Alles klar. Wenigstens habe ich das verstanden. Und es wird wohl eine Mission Part 8 geben, weil wir hier immer noch nicht durch sind mit der Schoße. Alter. Okay. Okay. Bam, 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 bam. Verdammt. Wir haben schon
ein bisschen Schaden. Aber ich halt auch, ne? Kann mal ein Blitz kommen da? Ja, danke. Okay. Der eine ist wenigstens weg. Das erleichtert die Sache ziemlich. Oh Mann. Okay. Gut. Ich darf zweimal sterben. Cool. Der eine ist weg. Ja, okay. Wenn man es versteht, dann ist es auch klar, wie das hier zu machen ist. Ja, nein, nicht sterben. Da werfe ich den hier beide noch in seiner normalen Größe raus. Tue ich auch. Lol. Okay. Das wäre auch geschafft. Hier sind so ganz crazy Missionen. Jetzt kommt, glaube ich, wieder was Normales, wo man einfach kämpfen muss. Dein älterer Bruder schafft es nicht rechtzeitig zu seinem Duell mit Wario. Tja, dann musst du dich eben um die Angelegenheit kümmern. Gut. Wir spielen Luigi gegen Wario. Einfach so ein Battle. Cool. Sunshine-Musik. Bianco Hill. Ja, genau. So heißt der Ort, wo diese Musik in Sunshine spielt. Als er wieder mich zieht, was geht denn? Ja, okay. Luigi hat jetzt auch nicht die besten Angriffe, wie man sehen kann. Guck mal, was das für Trottelangriffe sind. Wurde der irgendwie verschlechtert oder was? Ja, das ist immer so die Opferversion von Mario oder was? Hi! Hey, das ist ja voll leicht, wenn. Boah, Waluigi, was ist denn los mit dir? Aber Waluigi, Wario. Waluigi gibt's doch nicht mal in Smash. Den gab's nie in Smash, oder? Nein, den gab's nie in Smash. Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Okay. Guck mal, es macht gerade mal 6% Schaden. Ja, boah. Bist du schlecht, Junge. Ohne Witz, was ist Luigi nur für ein Dulli? Was ist der denn für nur ein Dulli? Mario. Okay. Mario, hilf mir mal. Gut. Da, wo der da ist, Alter. Was ist Luigi für ein Scheißkind, ey? Okay. Ja, ja. Boah, mit Mario bin ich viel besser. Voll. Als ob. Was ist denn da eigentlich gerade passiert? Alter, Mann. Gott. Bereit? Los! So. Okay. Oh. Okay, jetzt nehme ich den. Nicht wirklich, indem ich ihm Schaden zufüge. Aber ich habe noch keinen Schaden erlitten. Boah, Alter. Das ist jetzt gerade voll gut. Guck mal, der kriegt 20. Nach 2. Leichten Schlägen. Kratzt der Luigi oder was ist mit dir los? Was ist denn für ein Angriff da? Nein! Oh Mann! Was ist los mit dem Luigi? Ach Gott. So. Aua. Guck mal, ein Schlag, zwei Schläge. Fünf Schläge und da liege ich mit, ja, jetzt 76%. Will der mich verarschen? Was war das denn? Das ist absichtlich so. Als ob Luigi so scheiße ist, mal ohne Witz. Als ob der so scheiße im ganzen Spiel ist.
Kann echt nicht sein. Boah, schaff es jetzt bitte einfach nur noch. Danke. Ein Schlag war das, ein verdammter Schlag. Ich muss mal aufladen. Oh, guck mal. Nice. Ja, komm, Mario, gib den. Gib ihm. Oh mein Gott. Na, verpiss dich. Okay, Mario darf den besiegen. Ich habe mich gerade gefragt, darf er den Wario dann hinterher besiegen? Darf er? Hier gibt es noch weitere Routen von Missionen, die halt hier auch blind sind. Und ja, das war der Part Super Smash Bros. U. Es gibt echt verdammt viele Missionen. So Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.